Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Cruising the Balkans Event Video. Wir sind hier immer noch im Westbalkan in Slowenien, in Maribor. Immer noch im neuen DAF XD. Und wir schauen mal, ob der Auftrag noch da ist, der wir uns im letzten Video am Ende angeschaut haben. Ja, er ist noch da. Nee, er ist noch da. Wir fahren kurz rüber nach Graz, holen dann dort bei LKW einen Raupenbagger ab und fahren den dann nach, ja, whatever, nach Trno Drvo in Bielopolje. 939 Kilometer sind es. Das schaffen wir nicht alles in einem Tag. Und wir müssen eh nochmal erstmal hinfahren, den Auftrag abholen. Das sind auch nochmal wahrscheinlich so um die. Boah. Wenn ich mir so angucke. 150, 200 Kilometer, die wir jetzt leer fahren. Dafür gibt es 30.500 dafür. Ja. Nehmen wir mal an, ne? Fertig zum Losfahren. Den wollen wir mal. Na, wie weit wird's sein? Okay, lass uns eine neue Route. Oh, 125 finden. Kilometer. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Lag hier gar nicht mal so verkehrt. Biege nach rechts ab. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Sollte mal das Ding hier ausmachen. Biege nach links ab. Demnächst links abbiegen. Oh. Biege nach links ab. Was kann ich jetzt machen? Also nicht links abbiegen, sondern kurz für die rausgehen, dass ich eine Uhr, die Uhr setze ich auf der PS4. Auf geht's. Ja, auf der PS4 ist aktuell jetzt nur ein Level mit da draufen. Drauf. Habe wie gesagt den Schau schon auf Level 20 gebracht und bin jetzt gerade, ja, so semi. Belastend. Warte, so schnell. Da kann man ja gar nicht trinken. Ja, und bin halt gerade so mehr oder minder dabei. Aktiv, also abends bin ich gerade aktiv dabei, so ein bisschen eine Kampagne so voranzubringen, damit ich, wenn ich sie abgeschlossen habe, dass ich in Under Mountain halt dann die Master Expeditions machen kann, die drei Dailies, um dann irgendwie, ja, ne? Immer geradeaus. Und zumindest dadurch so sieben, so, na, das, ich denke mal, also der Char ist eigentlich ziemlich gut. Schon jetzt, finde ich, schon recht strong. Damit ich es halt genauso machen kann, wie jetzt gerade auf dem Main, auf dem PC. Aber ja, eigentlich bin ich da noch so, ja, oh Gott. Bisschen dabei, so mich ein bisschen voranzubringen. Ich denke mal, hauptsächlich werde ich mir aber auch dann die Sachen, da sie ja nicht mehr so wirklich level capped sind, denn ich bin ja schon Level 20, werde ich mir dann so das ein oder andere Equipment Gear dann einfach aus dem Auktionshaus kaufen, um einfach schneller
versuchen, ein bisschen voranzukommen. Biege nach links ab. Ich meine, ich werde wahrscheinlich auch dort nicht irgendwie... Weil, weiß ich nicht, mal schauen. Vielleicht werde ich da auch ein bisschen mehr... das Equipment selber hoch... refine. Bitte links halten. Oh ja, mal schauen. Ich werde aber auch eher dann erstmal, was das Zen betrifft, neben VIP auf, na, sag schnell auf Character Stats gehen und dann, ja, passiv durch die Workshops dann Gold zu farmen, die ich dann... konvertieren kann zu AD. Muss ich ja mal schauen, wie viel die Goldbars auf dem PC kosten. Auktionshaus. Habe ich glaube ich noch gar nicht gemacht. Ah ja. Black Friday. Meine Güte. Ich wäre auf der PS4 wahrscheinlich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit mir auch nochmal Black Desert holen, auch wenn ich es auf dem PC habe, aber muss ich hier lang? Ich glaube ja. Es sah zumindest so aus, weil wegen Grün und so. Und dann nochmal gucken, was da sonst noch im Sale ist. Ich hätte wahrscheinlich einfach geradeaus weiterfahren können, oder? Weil ich Bobtail bin, oder? Ach, ich hab keine Ahnung. Das ist doch auch alles hier teilweise verwirrend. Die Perspektive ändern, danke. Ja, ich muss mal gucken bei der PS4. Eigentlich war ich gestern schon am gucken und dann habe ich runtergescrollt und dann hat sich der DPS Store aktualisiert quasi. Also ich bin dann wieder nach vorne gerutscht, warum auch immer. Das war nervig. Sehr nervig. Schirmgras ist ja auch neu gemacht worden. Ich muss mir auch nochmal hier mein World of Trucks Profil aktualisieren. Da sind noch so viele alte Screenshots drin. Eins wird immer bleiben, das schwebende Pferd, aber... Aber die einen oder anderen sind dann doch schon ein bisschen veraltet, ne? Vor allem, also eigentlich nur bei ETS 2. Bei ATS ja nicht so, aber stimmt. Wir sind ja in Österreich. Da dürfen wir nur 80 fahren. Ist das schön, dass wir gleich wieder... nach Slowenien, dann durch Kroatien, durch... dann nochmal durch Serbien durch nach Montenegro fahren. Da dürfen wir ja 10 Kilometer pro Stunde schneller fahren. War ja ein bisschen knapp. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Also ja, PS Store muss ich nochmal schauen, was da noch für Sachen sind, die ich mir dann auf jeden die Fall holen Ausfahrt würde. Rechts. Aber, was ich auch gesehen habe, ich sag's so, als ob ich es zufällig entdeckt habe, ich habe es heute
von Google gesagt bekommen. Also wenn man jetzt hier quasi auf, was ist das? Wenn ich jetzt ganz rechts auf dem, wenn ich nach ganz links auf dem Handy swipe und dann nochmal nach links gehe, dann kommt man, bekomme ich auf einem Xiaomi also, keine Ahnung, Google News, whatever, wie auch immer man das bezeichnen kann, angezeigt. Da wurde mir halt angezeigt, dass beispielsweise, was ich mir eigentlich im nächsten Jahr holen wollte, aber jetzt ist die Zeit gekommen, nämlich Guild Wars Erweiterung wollte ich mir holen, um da rein zu grinden. Aber nächstes Jahr sich das zu holen, macht nicht so wirklich viel Sinn, weil jetzt gibt es einen Sale von, ich muss Gas geben. Von 75% auf die alten und von 50% auf die neuen Add-ons. Oh, geil mit der Straßenbahn. Biege nach rechts ab. Das ist fett. Wir müssen sogar hinterherfahren. Gefällt mir. Finde ich auch nice, dass es eine Hitbox ist, die Schienen. Also ja, die werde ich mir dann jetzt holen, wenn ich jetzt, wann dann? Außer im nächsten Jahr, in einem Jahr, in 365 Tagen. Das ist cool mit der Straßenbahn. Dabei müssen wir gar nicht jetzt schon links abbiegen, sondern erst danach. Also wir werden gar nicht hinter der Straße mit herfahren müssen. Aber dann wäre es doch nicht so schön gewesen. Links halten und dann links ab. Ich glaube, bei Steam ist ja gar nichts, was auf meiner Wishlist ist. Das blinkt schon. Links ab. Was ich mir denn holen würde. Es ist zumindest jetzt noch nichts auf dem Sale. Beziehungsweise im Sale. Demnächst rechts abbiegen. Ja, ihr werdet ihr zuschlagen beim Black Friday. Bei irgendwas vom Black Friday. Was angeboten wird, also das ist ja egal, wo man guckt, ist Black Friday. Hier endet es. Oha. Oha. Das ist ja nice eng. Wir sind nice voll. Voll nice, voll eng, voll. Danke. Wir haben hier auch keine Strobos oder keine Rundumleuchte am Truck. Lass uns loslegen. Sieht ja auch nice aus, so die neuen. Ja, vielleicht nur die neueren Paintjobs, die moderneren Paintjobs von. LKW. So, achte auf der Landstraße. Rundumleuchte an. Molteniero, willkommen. Biege nach links ab. Da ja schon wieder den Namen vergessen. Wohin fahren? Super. Ich war doch sogar relativ nah dran. Ja, da wollen wir nach Bielopolje.
echt ganz gut Geld, würde ich sagen. Also da. Ja, 20 Tonnen. Kann man mal machen. Demnächst rechts abbiegen. Schon wieder am Blinken, der ganze Bums hier. Ja, da konnte ich nicht mehr abbremsen. Einmal rote Ampel zum Mitnehmen, bitte, danke. Immer geradeaus. Das überarbeitete Gras ist echt geil. Und das eigentlich hauptsächlich wegen steiniger Straßenbahn. Gefällt mir gut. Da konnte ich nicht anders einfach davon einen Screenshot machen. Wenn ich schon mal hier bin. Rechts. Aber fährt die Straße immer nur in eine Richtung und nicht in die andere? Einfach weil sie jetzt gerade wieder aus derselben Richtung kam. Die Frage. Abgebremst. Was ich auch nochmal machen muss, ich muss nochmal bei Amazon schauen und mir dort ein HDMI-Kabel bestellen. Ich war zwar eigentlich in der Stadt, leider die ganze Zeit auf den Anschluss geachtet, weil ich mir auch dachte, ja okay, ich habe keine Lust 41 Euro für 1,5 Meter HDMI-Kabel auszugeben. So, I don't know, ob das so normale Preise sind, aber heilige Scheiße. Da kriegst du ja 4 LAN-Kabel her für den Preis. Beziehungsweise einen PS4-Controller. Wenn du nochmal 8 Euro draufschlägst. Also, so hat der gekostet, den ich mir jetzt geholt habe. Gestern. Von daher. Dann war es ja noch ein bisschen too much. Deswegen werde ich das jetzt nochmal online machen müssen. Rechts halten, dann links halten Richtung Maribor. Bitte links halten. Uiuiui. Gehen wir runter auf 50. 60 ist auch in Ordnung. Jetzt ohnehin. Wobei, die Kurve nehmen wir nochmal ein bisschen schärfer. Wir bleiben mal bei den Beschleunigen auf 60. Und jetzt, nee, nicht auf 90, auf 80. Bitte links halten. Mal schauen, wie jetzt die Grenze anders ist von der Österreich nach Slowenien, der Grenzübergang, oder ob der genauso geblieben ist. Von der Wegführung.
jetzt, wo wir nicht Bobtail fahren. Dann wollen wir mal abbremsen. Weil die KI ja auch hier lang fährt, fahre ich jetzt hier lang. Ich meine, wir sind in einem Sales Point, wenn man eine Vignette hat. Aber es gilt auch für Autos und LKWs, also von daher. Hätte mich auch schon ruhig rauflassen können, ne? Und nach links oder so. Just saying. So langsam will ich jetzt aber auch nicht vorankommen. Also nur um auf Black Desert zu kommen. Stimmt, ich wollte nochmal schauen, ob allgemein Crimson Desert schon draußen ist oder nicht. Oder ob es einfach nicht für die PS4 kommen muss, sondern nur für die PS5. Also ich habe zwar schon Black Desert online. Oder mittlerweile ist ja glaube ich nur noch Black Desert. Habe ich zwar auch auf dem PC, aber da, ich weiß gar nicht, ob das der alte gepackt hat, ob es der neue gepackt hat, aber der alte auf alle Fälle nicht so wirklich. Ja, es war der alte, der neue wird wahrscheinlich hätte es gepackt haben müssen oder würde es packen. Deswegen, um einfach so ein bisschen auch schon, wenn ich es dann auf dem PC wieder zocken kann, einfach um dann zumindest schon so einen kleinen Headstart von der Knowledge zu haben, würde ich es mir einfach holen. Und weil das, glaube ich, auch gerade 70% reduziert war, was ich da gesehen hatte. Bitte rechts. Also 14 Euro anstatt von, das weiß ich nicht, von 50 oder so, keine Ahnung. Einfach um eine Knowledge zu haben, so was die, was das Ressourcenfarmen und so betrifft, also was die Nodes betrifft, aber auch was so, wie ich halt schnell vorankomme. Das sind aber eigentlich auch jetzt schon wieder viel zu viele Sachen, die ich, viel zu viele Spiele, wo ich rein investieren will nebenher. Also, hä? I don't know, ob das was wird. Vor allem, wenn jetzt bald zwei neue Events kommen hier in ETS 2 und ATS. Schneller fahren. Ich habe nicht die Zeit zu trödeln. Oh. Hä?
Ah, ich verstehe. Ich war gerade nicht mehr so ganz sicher, was man jetzt okay, ganz rechts würde auch gehen. Fahren wir links. Okay, wir können sogar einfach hier so schön durchfahren. Gut, ich beschleunige den kurzen Weg. Nee, ne, wollte ich nicht. In diesem Fall lohnt sich's echt nicht. Wir bleiben ja quasi bei den 30. Randkanale. Nice. Nicht ganz so weit rechts fahren. So weit muss ich noch wenig ausholen. Belastend. Wie bin ich denn jetzt da hängen geblieben? Okay, zum Glück nirgendwo Schaden bekommen. Vielleicht war es einfach zu tief. Kann ja nur der Auflieger sein, der hinten so flach ist. Zum Glück noch kein Schaden auf der Fracht. Sondern nur auf Trailer und Truck. Beschleunigen wir mal ein bisschen, ne? Gehen wir weg wieder runter. Sehr schön wieder Kohle bekommen, bevor wir Kohle abgezogen bekommen haben. Auf der PS4 in Neverwinter werde ich es auch so machen, dass ich, wenn mir irgendwann eine Guild-Einladung gefällt, der Name von der Gilde, werde ich ihn annehmen. Mit eigenen Gründen kann ich nicht wie auf dem PC. Ich mache mit Cash, das dauert mir hier zu lange. Das ist sowieso mit Cash nur. Schon bezahlt. Du Arsch. Ja. In der Hoffnung dann, dass die Gilde relativ hoch ist und nicht irgendwie. Ja, auf dem PC auch Level 3.
kann man ja leider nicht sehen bei der Einladung. Man kann auch leider nicht wirklich nach einer Gilde suchen, nach dem Namen, was auch irgendwie total weird ist. Also hätte ich eine volle Party an Leuten, würde ich wahrscheinlich auch eine eigene Gilde machen wieder, aber ja. Links war leider kein Platz. Bei Level 3, wenn es selbst eine frische Gilde ist, die noch nicht so weit ist, wäre es eigentlich auch nicht so wirklich das Problem, wenn dann wirklich Leute sind, die auch aktiv dann dabei sind, weil auf PC bin ich ja komplett am Solo grinden. Auch was den Stronghold betrifft. Bitte links halten. Aber da ist die Guild Hall auch bald auf dem PC auch kurz vor Level 4. Aber da bin ich jetzt auch langsam dabei, auf dem PC mit den Alts, die ich schon freigespielt habe, was nicht viele sind, was nicht wirklich viel bringt, aber also im Sinne von, dass man nicht wirklich schnell vorankommt, 80 eine kleine Goldfarm zu machen. Keine riesige Goldfarm, die, keine Ahnung, täglich 200.000 AD bringen würde. Aber slowly but surely. Alles nur, weil ich weiß gar nicht, wie ich darauf gestoßen bin, aber eigentlich alles nur, weil ich jemand angefangen habe, weil mir wurde dann ein Video vorgeschlagen von einem PS4-Spieler von Neverwinter und dadurch habe ich es dann gelernt. Mein Ding ist alles wieder wild von der Fahrerei her. Dadurch habe ich davon erfahren und ja, jetzt der langsame Plan, das umzusetzen, wenn ich nebenbei noch andere Sachen mache. Aber ist ja sowieso zum Glück eher passiv. Nicht verkehrt, dann kann ich zumindest jetzt schon mal das, was ich an Workshops habe, schon mal vorbereiten fürs nächste. Was kommt denn zuerst? Wonders of Gone Festival. Wobei ich da eigentlich eher mich drauf fokussieren sollte, schon mal die Mats ranzuholen.
wahrscheinlich eher so ein Ding. Also ich wahrscheinlich eher jetzt gerade mein Workshop-Ziel eher gerade ist, die Workshops auf eine Goldfarm quasi vorzubereiten und dann vielleicht auch sogar so vorzubereiten, dass ich dann zumindest schon mal die Rohmaterialien habe und dass ich danach auf die Mats fürs nächste Event gehe. Wobei eigentlich müsste ja vorher noch das Wow Keens Event kommen. Ich weiß noch nicht genau, wann das immer kam. Weil das war, glaube ich, noch nicht. Wobei das ist auch, glaube ich, eher so ein passives Ding ist, wo man ja rumsteht und das dann bekommt von den Gegnern, die man tötet. Aber ja. Da kann ich dann ja jetzt auch. Guild Invite. Fleet of Neverwinter. Weiß ich ja nicht. Der Name mir gefällt. Wenn jetzt irgendwie Heroes of Neverwinter gewesen wäre oder was weiß ich, Adventurers of Neverwinter, irgendwie sowas nehmen, dreh dann schon eher, aber so dann noch eher nicht. Da sehe ich dann eher so, weil wenn ich an eine Fleet of Neverwinter denke, dann sehe ich eher eine Flotte, also eine Schiffsflotte. Da haben wir die 1000 Kilometer schon geknackt. Mit dem DAF. So genau zu sein, sogar ein bisschen mehr als nur 1000, aber. Na, ein bisschen mehr. 68%. Was haben denn die 79% zu bedeuten? Ich bin verwirrt. Soll das AdBlue bedeuten? Wahrscheinlich, oder? Kommt das hin? Haben wir hier gleich eine gerade Strecke? Könnte das AdBlue sein? Ja, das sieht nach AdBlue aus. Ja, würde plassen, dass da unten Blue steht in der Mitte und da vorne dann wieder Ad. Okay, 79% AdBlue. Good to know. Wie lange noch zum Pennen? Die nächste Rast nach dieser sollten wir dann nehmen. Jelepolje. Merken. Bevor ich wieder vergesse, aber ich glaube, ich habe es jetzt drin. Wahrscheinlich war es genau jetzt falsch. Aber nee, ich meine, es war Jelepolje. Erstmal Kreditraten vom 400.000er Kredit. Wie gesagt, das sind halt erst Peanuts. Also davor war es noch ein bisschen wilder, weil dann wären es ja 10.000, über 10.000 gewesen. Ich weiß, wie viel wir vorher mit den drei kleinen Beträgen nochmal hatten. Waren das 7, 8? Ich glaube schon, ich glaube, es war irgendwas mit 12. 12, 13, die ich dann täglich zahlen müssen. So, die 80 wieder. Auch schon die nächste Rast ausgeschildert, glaube ich.
Oder noch nicht ganz. Kommt noch. Belgrad ist schon ausgeschildert. Da fahren wir jetzt dann, glaube ich, auch ungefähr hin. Vor allem verhalten wir uns eher gerade so ein bisschen an Kragujevac und dann von dort aus geht es dann über Landstraßen nach Bielopolje. Wir haben die 1500 Kilometer durch, wenn wir den Raupenbagger Volvo EC220E abgeliefert haben. Die Rest, genau, du wirst müde, weiß ich doch. Interessant, ich habe auf Uhr geschaut gehabt und mir dann gedacht, ja okay, das zeitlich passt das ja gar nicht so wirklich, weil nee, fahren wir hier raus? Nee, oder? Nee, danke. Machen wir nach dem Grenzübertritt. Ich hätte schon die ganze Zeit 90 fahren können, ne? Jetzt lohnt sich aber auch nicht mehr. Aber nee, wenn ich so auf Uhr schaue, wir haben es 15:44. Ich habe eigentlich damit gerechnet, als ich auch um 15:27 auf Uhr geschaut hatte. Das war eigentlich noch eine Stunde fahren. Aber wir gehen jetzt auch auf den Tacho gucken, wie viel wir noch fahren. Super. Haben wir es bald? Danke. Dann sollte das sogar noch echt bis 16 Uhr klappen. Weil ich mir so ein bisschen als Ziel gesetzt habe. In dem Moment. Oder also Richtwert. Als Optimum. Dann komme ich doch nochmal dazu, dass ich heute auf einmal 3 Stunden schaffe. Die Treppe vielleicht fertig zu kriegen. Nur 2 Stunden Optimum, aber wahrscheinlich. Oh, ich muss mal gucken, ob es regnet, damit ich Dingens. Damit er nächstens E-Bike reinläuft. Rein suppt. Erledigt. Es sind auch schon 10 Minuten vergangen. Vor allem auch ganz interessant. Angeblich soll es wohl gerade ungefähr bei Soltau schneien. Also kurz vor Soltau. Westlich von Soltau. Aber das zieht angeblich noch über Soltau rüber. Warum sind jetzt eigentlich wieder diese Soundbugs da? I don't like it. Ich komme ja schon auf den Landstraßenabschnitt. Das kann auch schön werden.
Ausfahrt. Nennen Sie es Ausfahrt. Ach nö. Zu viel. Ah, du wirst müde, ich weiß. Vielleicht auch gleich geschlafen, aber nicht auf der Grenze, diesmal. Es fängt jetzt auch noch an zu regnen. Ich war schon verwirrt, warum der Schein wahrscheinlich direkt anging. Weit, nochmal eine Maut. Genau, nach der Maut war das, alles klar. Dann prüfen wir die Papiere. Ein Stoppschild, da wollen wir natürlich jetzt auch halten. Jetzt bin ich auf den Sack. Eine Minute. Oh Gott, schnell weg hier. Knappes Ding gewesen jetzt hier. Moment, wir können ja gar nicht schlafen. Das ist ja belastend. Ich dachte, man könnte hier pennen. RIP. Aber Hardcore RIP. Dann müssen wir hier hinfahren. Oh Gott, oh Gott. Es könnte böse enden. Vor allem teuer. Und ich meine jetzt nicht wegen der Polizei, sondern weil ich jetzt gleich vielleicht nach links ziehe. Oder rechts. Oh Gott. Und trotzdem gebe ich Gas, damit ich schneller da bin. Ich gehe dann gleich sofort in die Eisen, wenn ich... wegnippel. Hier ist nichts zum Schlafen. Es ist erst hier. Ist aber ein bisschen eng bemessen hier, ne? Ja, ich sage eng bemessen. Sind wir drauf? Wir sind drauf, okay. Dann ist ja gut. Das ging ja nochmal gerade gut.
Es ging ja gerade noch mal gut. Scheibenwischer aus, glaube ich. Nee. Aber jetzt? Ja. Dann Abfahrt. Ah, 5 Stunden Fahrzeit. Nicht ganz bei Tag, schade. Aber vielleicht halten uns ja noch Grenzübertritte ganz gut auf, dass wir dann doch bei Tag da sind. Wobei, ich glaube, es wird Dinger schon dämmern. Bitte links. Ja, dämmern, ja, doch. Dämmern, ja. Links halten. Schon ausgeschildert. Nee. Aber wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Ich glaube, hier war das neu ausgeschildert. Wow. Erstmal Licht anmachen, damit ich hier was sehe. Okay, bevor ich dann gleich losziehe und die Treppe fertig abkratze, gönne ich mir erstmal das Vanillekipferl, weil was hier noch rumliegt. So viel Zeit muss sein. Habe ich zumindest wieder was im Magen. Weit. Okay. Also weil ich jetzt gerade hier wieder das Watt galt, weil ich hier ausgelockt wurde, weil ich zu lange AFK war in Neverwinter. Und jetzt immer noch hier die Flieht in der Mitte einweit habe, aber. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Eigentlich auch so ein bisschen verständlich. Schließlich. Bin ich gerade auf 45 Euro hochgegangen, okay. Schließlich. Er wird ja quasi noch. So heißen auch nochmal wieder 20 Minuten vergangen. Ja. Ich glaube, ich verbinde mit der Black Invite. Gefliesen. Ja. Beschleunigen wir mal ein bisschen, ne? Ich glaube, es ist sogar mehr als 20 Minuten vergangen. Ich glaube, es ist jetzt sogar eine halbe Stunde wieder vergangen. Bitte links. Machen wir mal die kleinen Wege, wo wir auch ein bisschen schneller fahren können, einfach auch nochmal mit. Die Zeit muss mitgenommen werden. Was sind wir jetzt gerade? Ah, es geht jetzt Richtung Krajewatsch und dann Landstraße. Es wird auch witzig zu schneiden heute noch. Auf jeden Fall eine Sache, die ich nicht einfach so zwischendurch machen kann. Ah, der Duft, der gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Ich bin ja schon mal gespannt, wie er dann mit dem
mit dem Belohnungs-Pain-Job aussieht. Ich glaube ja, dass ich auch den noch nicht allzu lange fahren werde mit dem Clover-Painter, weil dann auch kurz danach ja schon das Weihnachts-Event beginnen wird. Und nicht, dass dann glaube ich eher hier in ETS 2 fahren werde. Happy Halloween in ATS. Wegen des Balkans-Events. Und dann das Christmas, wie auch immer, Event. In ETS 2. Ich habe aufgrund dessen werde ich jetzt auch gar nicht ein ATS dann Winter reinpacken. Weil wozu auch? Wir wollen doch Kansas in vollem Glanze erleben. Hier durch, wo es ein bisschen enger ist. Fahren wir am besten nicht da durch, wo es ein bisschen enger ist. 6%, okay, ich muss mich gleich reparieren. Also müssen prinzipiell nicht, aber angebracht wäre es schon. Und nicht mal durch enge Stellen fahren, wenn es bessere gibt. Das kostet zu viel. Zu viel Geld. Da kommt der Kugel wieder rein, aber da. Nein, wir wollen es ja nicht zum Fenster rauswerfen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Runter auf 40. Die Schwerkraft bremst noch gut mit. Und hilft dem Retarder. Danke fürs Vorbeilassen. Bremsen wir mal auf 30. Die ENP gibt es auch. Die ist rechts. Da wo mehr Platz ist, das gefällt mir sehr gut. Auch wenn ich warten muss. Verkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Was? Bin ich da gerade ernsthaft smooth rübergefahren über die Mittelinsel?
Oh, ich dachte, ich war schon bei 30 gewesen, als ich die Cruise Control anmachen wollte. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Weil es war irgendwie so, als ob da nichts gewesen wäre. Was ja eigentlich gar nicht sein kann. Wo fahren wir jetzt schon durch die Berge? Ja. Wir fahren jetzt schon durch die Berge. Serpentinig wird es da hinten. Und es geht auch steil den Berg hinauf. Okay, was heißt steil? Es geht gut den Berg hinauf. Ach je. Deswegen ist es so serpentinig, obwohl es hier gar nicht einen Abhang gibt. Ah, nice. Bei Tag wäre es bestimmt noch schöner, aber kann ja nicht alles haben. Und ab in den Tunnel rein, da kann ich auch ein bisschen schneller fahren. Ist ja nicht ganz so haarnadelig. Oha. Zum Fotospot. Nehme ich, glaube ich, mit, wenn ich schon mal hier bin. Begeisterung. Schauen, was man davon fotografieren soll, von dem Wahrzeichen. Wahrscheinlich die Stadt, oder? Ein Stadtkern, I guess. Wir fahren nochmal ein Stück hier, bevor wir das dann halt wirklich sehen können. Wenn wir davon ein Foto machen. Es ist wahrscheinlich dieses Konstrukt hier. Und zwar, um genau zu sein, das Fußballstadion von Osice. Mal die Trophäe fotografiert. Eine Trophäe mehr. Ich habe gerade gar nicht darauf geachtet, wie viele Trophäen wir jetzt vom Westbalkan DLC jetzt haben. Müsste die zweite von wie vielen auch immer sein. Nicht so viel Platz gehabt. Ein bisschen die Rennlinie nehmen. Wir sind also gerade in Osice. Ja. Da waren wir auch schon in Osice gewesen. Machen wir ein bisschen mehr aus. Zumindest für den Kollegen. Wo fahre ich nochmal hin? Genau, da war ja was. Frunodrvo. Ja, 70, ja, doch, geht klar.
schön die Mine in der Dämmerung oder beginnenden Dämmerung. Dann nochmal Kreisverkehr. Ob es rum oder wo eine Baustelle ist oder viermal für Baustellenlotsfahrzeuge. Ist doch kein Kreisverkehr. Sah so kreisverkehrig aus. Boah, da hinten ist noch mal wild. Da gehst du dann auch noch mal den Berg hinauf oder ins Tal hinab, aber wahrscheinlich eher den Berg hinauf. Ah, vielleicht auch ins Tal hinab, ins Tal hinab. Oder wir sind im Tal, das kann natürlich auch sein. Naja, nicht so wirklich. Oha. Gehen wir mal runter. Gehen wir noch mehr runter. Und beschleunigen wieder. Na, doch nicht. Keine Ortsdurchfahrt. Ausgeschildert oder ich habe es nicht gesehen. Wahrscheinlich ist es ausgeschildert, ich habe es einfach nicht erkannt. Ah, nur Podgorica und Nova Bavro. Habe ich es auch nicht gesehen. Okay. Aufgehende Sonne, sehr schön. Aber ja, dann sind wir jetzt gleich in. Ich habe es doch wieder vergessen. Zu viel Zeit ist das verstrichen. Bielo. Polje. Nach Bielo Polje. Da sind wir ja schon gleich da. Ich kann auch schneller fahren. Just saying. Und damit ihr Bescheid wisst, als ich Bescheid weiß. Und jetzt bin ich gleich, wenn ich abgeladen habe und repariert habe, doch. Wieder fast eine Stunde drüber als gedacht. Hab doch sehr viel mehr Zeit gefressen. Die Pausen. Als ich ursprünglich angenommen habe. Richtung Podgorica. Fluss rüber. Nice. Erst um 5:30 am Morgen huben. Aber es war eine freundliche Suche. Jetzt hätte ich auch die Kamera rausnehmen können. Und den neuen Dach fotografieren können. Also, so, ich bitte dich. So viel Zeit muss doch sein. Und wir verlassen Serbien. Und da vorne ist der Grenzübertritt nach Montenegro. Gott. Doppel, oh Gott. Auch noch so ein enges Dicken hier. Hätte uns ruhig auch links lang schicken können. Hier so abseits der hintersten Ecke.
jetzt rechts abbiegen. Da muss man manchmal hier auch doch höllisch aufpassen. Nach rechts ab. Neu berechnen. War das nicht rechts genug? Machen Sie eine Kehrtwende. Ich mache keine Kehrtwende. Neue Route finden. Röntgenhalle, super. Was ist denn das hier? Ein Parkplatz? Die Röntgenhalle ist ja, ja Parkplatz, interessant. Als ob, zumindest hier rechts wahrscheinlich, ne? Also hier am links an der Hauswand. Okay, langsam, nicht, dass wir wieder hinten hängen bleiben. Was wir gerade tun. Und wir stecken fest. Fahrt vorsichtig. Also doch mit Schmackes rein. Oder hängen wir hier? Nee, hä? Ich verstehe es nicht. Probieren wir es nochmal. Fertig zum Losfahren. Wieder mit Schmackes. Das ist immer so richtig mit Schmackes. Und wenn das dann nicht klappt, dann muss ich halt außen rumfahren. Wo hänge ich denn jetzt? Ich runter jetzt. Oh Gott, das ist ja gerade hier anders. Wild. Einmal mit Schmackes. Ich hoffe, das ist ja nur bei diesem Trailer der Fall. Boah, leco mio. Das kostet Geld sehr viel. Ob wir jetzt überhaupt auch Geld verdienen mit der Fahrt? Wahrscheinlich eher weniger. Das ist doch zum Kotzen. Man die Fracht nicht beschädigt. Ob wir es hier rauskommen? Ja. Rauskommt kein Problem, weil der Hintern oben war.
eigentlich auch nicht gedacht, dass ich nach Röntgenhalle stecken bleibe. Aber hey, immer ein erstes Mal. Und da sind wir auch schon gleich bei Krno oder Zrno Dro. Aussprache safe falsch. Gerne verbessern. Wie immer, wie gesagt. Oh Gott. Runter vom Gas in Bielo Polio. Sehr gut, es gibt eine Fährstelle in Bielo. Oh. Zugstrecke. I like it. Ist noch mit langen Zügen, dann wäre es perfekt. Aber wahrscheinlich ist eher ein Personenzug. Das wäre eine Personenzugstrecke. Sehr schön, erst auch mal in Bielo Polio. 13 von 30. Neues ist einfach nur Euro-Goodies. Sehr schön. Eins der Urgesteine hat ein neues Logo bekommen. Immer geradeaus. Na klar. Oh, tatsächlich so eine Baustellenfirma. Nee, Sägewerk. Okay. Ja, okay. Sägewerk. I see. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Das wurde aber auch Zeit hier. Nicht mehr mit diesem verfluchten Trailer unterwegs. Gefällt mir sehr gut. Hallo? Danke. Abladen. Test Drive Limited, 2 von 7. Meister, Level 21, in Lauf gestiegen, sehr schön. Ausgezeichnet Raupenbagger Volvo EC220E von Graz nach Bielo Polje geliefert, Gefahrenstrecke 1068 Kilometer. Gut, wir sind dann hingefahren. Dauer 1 Stunde 48, ich habe gesagt, ne? Verbrauchter Kraftstoff 399,4 Liter. Negative Load Factor auf Tricke 156. Nee, ich 2. 30.500 gab es dafür. 1500 Erfahrungspunkte, ein neues Level und ich bin mal gespannt, wie viel von den 30.000 gleich noch übrig bleiben. Ich bin auf Fernfahrten, das heißt, ich gehe jetzt auf hochwertige Fracht. Ja, oder? Die drei von da nach da, dann da, da, und das ist reihenfolgemäßig hochwertige Fracht. Gibt jetzt 15% höhere Vergütung für, also gibt jetzt eine Ansteckung von 5% auf 15% höhere Vergütung. Für die Folge hochwertiger Fracht. Neue Aufrüstungsteile, mal gucken, was es jetzt beispielsweise auch hier bei dem neuen DAF gibt. Für den DAF gibt es nichts. Ob was für den Renault gibt, gucken wir mal. Für den Renault T-Range ist auch nochmal Lampenbügel, also nur Lampenbügel. Auflieger-Aufrüstungsteile gibt es. Wahrscheinlich nur für den Standard-Trailer, genau. Kombi mit drei Achsen lenkbar und das Ganze für Lok. Ja. Gucken wir mal, wie viel von den 30.000 noch übrig bleibt.
16.000. Gar nicht mal so viel. 6.000. Warte, was stand da? Okay, Schadensbrief. Ja, Aufträge haben wir nicht. Dann eben rüber zum Schlafen. Oh Gott. Knapper als gewollt. Was? Machen wir es mal so. Ja, in dem Sinne bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss.